Pianist, Gitarrist und Sänger, all das vereint Joel Anderson in einer Person. Der Musiker aus Kopenhagen füllt Konzerthallen. Hier in Bremen tritt er am Wochenende in der Glocke auf. Aber Anderson kommt von der Straße und diesem Pflaster bleibt er auch treu. Dort will er die Menschen mit seiner Musik erreichen. Auch solche, die kein Geld für eine Karte haben. Das ist seine Passion. Janosch Keresti hat ihn heute auf dem Marktplatz getroffen. Mit seiner Musik lockt er Menschen in den Straßen an. Sie folgen seinen Klängen. Es gibt so viele Menschen, die es sich einfach nicht leisten können, zu einem Konzert zu gehen. Und viele Leute, die durch die Straßen laufen, kommen so zu mir und fühlen die Musik. Und für mich ist das ein schöneres Erlebnis als in einem großen Konzertsaal. Joel Anderson kann das beurteilen. Er spielt seit Jahren in Europa regelmäßig auf Konzertbühnen. So wie hier in der Black Diamond Queens Hall in Kopenhagen. In Bremen gibt er 2 Gratiskonzerte am Roland, seine Bühne, der Marktplatz. Es ist wie geschaffen für Straßenmusiker. Einfach wie geschaffen dafür. Wenn ich hier so sitze, dann ich liebe es. Es beflügelt mich. Es ist einfach unglaublich. I love it. Von Noten hält Anderson wenig, er spielt nach Gefühl, improvisiert, lässt sich von der Umgebung inspirieren. Das Spielen hat er sich selbst beigebracht. Was auch immer ich höre, ich kann daraus eine Melodie machen, dies zum Beispiel. Das ist der Kleinlaster, der gerade vorbeigefahren ist. Unharmonische Klänge. Aber dann ist er weg und es wird wieder harmonisch. Ja, finde ich ganz gut, ja. Wir sind nicht von hier, wir sind aus Hannover und an eine vergleichbare Sache in Hannover kann ich mich nicht erinnern. Mich hat es extrem angesprochen. Wir sind auch nochmal zurückgekommen, weil ich einfach die Musik sehr berührend fand. Also ging wirklich ins Herz und deshalb sind wir nochmal zurückgekommen und gesagt, wir müssen nochmal hören und ja, wir kaufen uns die CD. Auch das unterscheidet Joel Anderson von gewöhnlichen Straßenmusikern. Nach dem Konzert muss er sogar Autogramme schreiben. Ich habe keine Karte für Samstag, so ein Mist.